In der Zwischenzeit ist nun doch ein bisschen mehr passiert als geplant, weil da nur gebaut wurde. Das ist interessant. Wie man sieht, ist jetzt ringsum Wasser. Ist auch relativ gut. Wir sehen die Felder. Sind noch lange nicht fertig. Hier unten ist noch ein Feld. Und der Weg hier. Ja, von der Brücke geworden. Aber unser erstes volles Feld. Schon gar nicht mal so schlecht. Eigentlich, wir hatten ja geplant zu angeln. Ich denke, ich mir auch machen. Weil ich nicht weiß, ja, ich dachte, über das Angeln angeht, weiß ich halt jetzt wo, wie und was. Aber haben wir schon was finden. Und der Ofen, da noch was. Okay, mal kurz schauen. Ach ja, und einen zweiten Ring hatten wir noch irgendwie gefunden, den ich nicht angelegt hatte. Ja, unsere Ressourcen hat immer noch dezent hinüber. Irgendwie bräuchte ich den Tin Workbench und 15 brauchen wir. Okay. Wir haben aber 14. Das ist sehr gemein. Natürlich nicht genug. Auf dem dunklen See angeln wir. Das was? Dann müssen wir da angeln, wo hier irgendwie was im Wasser ist. Also zumindest die Angeln nehmen wir jetzt hier mal mit. Ich meine, dass es auch Aktivitäten im Wasser gab. Hier zum Beispiel. Keine Ahnung, ab wann wir da losfischen müssen. Schönes Minispiel, wo ich keine Ahnung habe. Okay. Vielleicht ein bisschen mehr Licht.
Verdammt. Was müssen wir denn da achten? Das mit dem Fisch wird noch sehr lustig. Die sind total die Angelprofis. Angelprofis, die nicht mal den einen Fisch hinkriegen. Yes. Verdammt. Was geht's denn hier eigentlich? Verdammt. Ich weiß halt nicht, wie und was. Ein Tutorial und nichts. Weil der anfängt zu wackeln, sollte man ihn nicht. Er darf nicht wackeln. Verdammt. Ich habe keine Ahnung, was das Angeln angeht. Okay. Nach ganz hinten darf er also nicht schwimmen. Eigentlich nur rotes Reiste. Ich gebe gerade Angel erstmal auf. Ich würde sagen, wir holen uns vielleicht unsere Schätze wieder und ja, Angel müssen wir lernen. Lief ja nicht so wirklich, wie es soll.
mir einen Todespunkt. Kristallises. Lecker. Und da hinten haben wir noch einen Todespunkt. Das waren die Viecher. Ja, Fiber und sowas. Das sind die Dinger hier. Eklig. Nicht. Wieso verfolgen die uns so extrem? Schleim muss ich hier nicht haben. Am besten Willen. Fahren wir uns halt rüber. Stück für Stück kommen wir jetzt weit rüber und haben dann den direkten Weg. Am besten davon auch noch so einen großen Boss. Nee. Würde mich auch direkt so richtig freuen. Yay. Das hat sich doch schon gelohnt. Und wo ist hier unser Todespunkt? Ja. Da freue ich mich ja richtig, dass ich unseren Todespunkt gefunden habe.
Ich mag den nicht. Ich mag den überhaupt nicht. Und wir müssen dahin, das ist unser Tin. Ah, hätte ich mir zweimal überlegen sollen. Aber wir haben den schon einmal besiegt. Wir haben... Oh, das Ding ist aber auch... Eine dicke, fette Made, die man killen muss. Erstmal Rüstung repariert. Jetzt auf sie mit Gebrüll, mit dem Maden. Die Maden haben keine Gnade verdient bei uns. Wie hält das aus? Am Ende hinten rum. Noch mehr. Lava Meat. Okay. Tschüss. Bleib da, wo du bist. Brauche hier auch gerne noch eine Dirtwall rein. Hier. Gegen dich will ich nicht kämpfen. So. Ich mag die nicht. In der Base. Oh Gott, nee. So ein Slimy hier, so ein kleiner, süßer. Nee. Würde mich nicht mehr froh werden. Dass das Zeug alles gut sein soll. Wer weiß. Aber können wir zumindest schon mal anbauen. So, Werkbank. Tin Workbench. Gott. Hat aber jetzt auch lang genug gedauert, bis wir die bekommen haben. Ui.
Nee, nee. Ja, nee, einfach nee. Sehe ich nicht. Am besten Fällen sehe ich nicht. Haben nicht so viel Tin. Ist das ein Mist, aber auch. Woodfans. Tin. Den Tablefloor. Playwall. Fence Gate. Ja. Das ist sehr traurig. Tin Fishing Rod. Ich sehe mich da total nicht. Wir haben kaum Tin. Ich war jetzt froh, dass wir das jetzt haben, aber jetzt brauchen wir Tin in Massen. Unsere gute Fackel. Mistvieh. Ich mag den nicht. Ich mag den so überhaupt nicht, aber zumindest wir haben eine neue Workbench. Haben wir hier gerade echt Glück gehabt. Glitzert von daher. Kann das sein, dass das. Ja. Das ist Clay, sehr schön. Ich habe auch Glück wegen den Ärzten. Kleegebiet ist unser Tin-Gebiet. Wir werden jetzt hier Clay Cave. Okay. Ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Bin mir noch nicht sicher. Aber alles Neue hat uns eigentlich immer umgebracht.
deswegen bin ich jetzt sehr skeptisch. Holz. Keine Monster, das irritiert mich gerade. Das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Fiber, ja okay, Fiber brauchen wir nicht unbedingt gerade. Und Gold kann man halt auch nicht gebrauchen, wir brauchen Tin. Das sind Bassen. Das sieht doch gut aus. Ja, das sieht sehr gut aus. Endlich. Wir haben definitiv das Tin-Gebiet gefunden. Das bedeutet, wir machen uns bessere Ausrüstung, würde ich mal sagen. Vor allen Dingen nicht mehr so mühselig dann. Naja, mühselig, mal schauen. Bin mir dann nicht sicher. Aber scheinbar könnte es sein, dass wir hier nur die Kupfer-Axt nehmen können. Und auf jeden Fall härter zu sein. Ah ne, geht auch so. Die Musik. Weiß ja nicht. Könnte sein, dass hier wieder was auf uns wartet. Ich will nicht, dass irgendwie auf was auf uns wartet. Also, man hat hier so ein schönes Gebiet gefunden. Dann direkt irgendwie wieder in eine Katastrophe reinschlittern muss ich sagen. Halt wirklich nicht sein. Ah. Aber alleine die ganzen Tin-Vorkommen hier. Zu
lohnt sich der halt auch der Blick wegen den Ohren. »25 haben wir. Ja. Für 25 gehen wir definitiv zurück. Da müssen wir dann halt schauen, was wir machen können oder was wir nicht machen können. Aber was wir aus dem Team machen, sehen wir in der nächsten Folge.